Ich dachte eigentlich, die nehmen mich nie. Erstens, ich bin nicht groß, ich schaue nicht stark aus und mein Bauerndirndl vom Land. Dann habe ich gedacht, sowas wollen die nicht. Im Kindergarten wollte ich einfach bloß Stewardess werden. Da habe ich gedacht, das ist so schön. Da kannst du in der Luft umeinander fliegen und hast eigentlich überhaupt nichts zum tun. Dann lernst du einen Piloten kennen und kannst einmal einen Piloten heiraten. Das habe ich mir im Kindergarten so vorgestellt. Und vielleicht ist da irgendwas hängen geblieben. Dann habe ich gedacht, sprachlich tauge ich vielleicht nicht so viel. Also mit dem Englisch und Französisch und so, da habe ich es nicht so gehabt. Ich war mehr Mathe- und Physiker-Typ. Und dann habe ich mir das irgendwann einmal abgeschminkt und bin in die andere Richtung umgeschlagen. Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Hier spricht Ihr erster Offizier, Evi Lausmann. Im Namen von Kapitän Meier Brenkhoff begrüße ich Sie recht herzlich an Bord von unserem Flug nach Genua. Wir haben gerade in Zürich überflogen in einer Höhe von 29.000 Fuß. Das sind umgerechnet 8.900 Meter. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an Bord. Schönen Dank fürs Zuhören. Also manchmal passieren so Sachen. Das hört man dann auch immer von Seiten der Stewardessen, dass da ab und zu Reaktionen kommen, wenn ich gerade meine Ansage gemacht habe, dass dann die Leute vielleicht doch ein bisschen aufpassen und erst denken, so eine Ansage ist doch schon gemacht worden. Aber dann hören sie zu, das kommt ja gar nicht von den Stewardessen, also keine Schwimmwestenvorführungen, sondern die muss eigentlich da vorne drin sitzen. Und das muss manchmal ein ganz lustiges Bild sein, ich sehe es leider nicht, wie dann so ganze Reihen von Passagieren so einen Lautsprecher anstarren, wie wenn sie da drin irgendwas sehen könnten. Wissen Sie, dass vorne am Ruder eine Frau sitzt, eine Pilotin? Ich habe es mir gedacht, der Ansage wegen. Aha, und wie finden Sie das? Ich denke, das ist ganz normal. Ja, das finde ich ganz fantastisch, dass Frauen jetzt auch in diesem Beruf eine Karriere machen. Ich meine, mit diesen kleinen Flugzeugen, da kann ich mir das also so ein bisschen problematischer vorstellen. Aber so im Jet oder so habe ich keine Angst. Die können es genauso gut wie Männer. Mindestens, wenn nicht sogar besser. Finde ich sehr gut. Aber ich habe sowieso immer Angst beim Fliegen. Insofern ist es mir egal, ob eine Frau oder ein Mann fliegt. Okay, dann 240, Cross Nelly, 260, Robino. Ich habe es noch hier eingegeben. Nelly noch 260, Robino, wäre 26 Meilen. Bevor ich zur Lufthansa kam, bin ich noch nie in meinem Leben geflogen. Das erste Mal saß ich wirklich in einem Flugzeug zur Aufnahmeprüfung nach Hamburg. Und ich habe vielleicht mal im Fernsehen Ausschnitte gesehen aus dem Cockpit und irgendwie hat mich das fasziniert, so daher zu sein über viele Knöpfe. Dann hatte ich mir diese Blätter zur Berufskunde Flugzeugführer schicken lassen und die habe ich dann immer am Samstagnachmittag in der Badewanne gewälzt und das war immer herrlich. Da konnte man so schön träumen und dann irgendwann kam halt die Entscheidung dazu, dass ich mich beworben habe. Evi Lausmann aus dem oberbayerischen St. Georgen ist eine von zwei Frauen, die den Sprung ins Cockpit geschafft haben. Auf politischen Druck hin muss die Lufthansa seit 1981 auch weibliche Bewerber zulassen. Der Grund? Die gesetzlichen Vorschriften in der EG, die Gleichstellung von Mann und Frau fordern. Evi Lausmann wäre bei den Eignungstests fast noch gescheitert. Mit einer Größe von 1,65 ist sie 5 cm kleiner als für Piloten vorgeschrieben. Im Flugsimulator musste sie zunächst einmal nachweisen, dass sie alle Instrumente einsehen und alle Bedienungshebel und Knöpfe erreichen kann. Okay. Boah, das ist ja unheimlich schwer, Mann. Das Aileron ist ziemlich stark zum Halten. Ja. Und naja. Okay. Du hast am Anfang gemerkt, wenn man es nicht austrimmt, ist es fast unmöglich, den ganzen Flug durchzustehen. Ist sehr schwer.
Der asymmetrische Schub ist hier größer als später auf manchen Jets. Da musst du durchkämpfen. Wichtig ist, dass du jetzt am Horizont deine Lage, deine neue Lage mit dem asymmetrischen Schub neu einstufst und sagst, das ist mein neues Soll. Und auch so dein Querruder hältst, ne? Dass es nicht mehr gerade hältst, dass du sagst, jetzt muss es immer rechts stehen. Ne? Wenn wir mal über Nacht irgendwo sind, wir müssen morgens uns das Flugzeug selbst anschauen. Wir haben keine Techniker hier, müssen wir auch das Öl checken. Das ist hier der gelbe Hebel zum Drehen und Rausziehen. Die Markierung geht maximal und minimal bei kaltem Motor zum Beispiel. Das nächste wichtige Punkt, unser Fahrwerk. Wie ist der Zustand vom Reifen und so ein paar Sachen, die wir uns von innen anschauen müssen. Gehen wir mal runter. Ich habe es mir früher ganz anders vorgestellt. Ich habe ja gedacht, das ist viel einfacher. Wie gesagt, dann machst du bloß ein bisschen eine Schulung und dann bist Pilot und hast einen super Job und eigentlich nichts mehr zum Tor. Aber es war halt nicht so. Die Ausbildung, die war schon ziemlich hart. Die möchte ich ehrlich gesagt kein zweites Mal mitmachen. Aber im Endeffekt, ich bin heilfroh, dass ich auf diesem Posten jetzt sitze. Also es gibt für mich keinen schöneren Beruf. Phoenix, Arizona. Die Dichte des Luftverkehrs über Deutschland und die Unabwägbarkeiten des Wetters veranlassten die Lufthansa, die fliegerische Grundausbildung ihrer Piloten nach Amerika zu verlegen. Auf kleineren ein- und zweimotorigen Maschinen sammeln die angehenden Flugzeugführer hier erste Erfahrungen. 170 Flugstunden stehen auf dem Programm und natürlich auch die graue Theorie. Okay, das sind also die Geräte, die betrieben werden. Und wie gesagt, navigationsmäßig sieht das ganz armselig aus. Sie haben den Standby-Gyro, den brauchen Sie. Haben Sie den sehr lieb, denn wenn Ihr IFES mal dunkel wird und Sie fliegen im Grauen spazieren, ja, dann werden Sie diesen Standby-Gyro sehr zu schätzen wissen. Also immer schön auf der Flugschule, da waren wir natürlich so ein bisschen die Hähne im Korb. Die Hennen im Korb, muss man fast sagen. Es waren halt dabei 300 Buben um einen rum und plus zwei Mädchen. Das war dann schon oft so, dass dann jedes Mädchen immer so umkreist war in jeder Pause. Und jeder wollte halt mal mit ihr reden. Das hat sich dann aber auch ziemlich normalisiert. Die ganzen Lehrer, die wir da hatten, die haben natürlich noch nie eine Frau gesehen, so kam mir das manchmal vor. Und da hat natürlich anfangs schon jeder geguckt wie ein Omnibus. Dann auch in Phoenix auf der Flugschule. Überall, wo du als Mädchen da aufgekreuzt bist, da immer die Blicke so hinterher gewandert. Da gewöhnt man sich dann mit der Zeit dran. In Montreal, Kanada, findet das abschließende Training auf Düsenverkehrsflugzeugen statt. Während der knapp zweijährigen Ausbildung werden 1300 Stunden Theorie, 40 Stunden im Flugsimulator und 206 Stunden Flugtraining absolviert. Danach ist man erster Offizier, so lautet die offizielle Bezeichnung auch für die weiblichen Co-Piloten. Und wenn der Traum vom Fliegen dann endlich wahr geworden ist, dann stimmt auch der Verdienst. Junge Piloten bekommen immerhin ein Anfangsgehalt von 6.500 Mark. Nach dem ersten Test habe ich einen Brief gekriegt, also ganz normal. Ich werde zum zweiten Test eingeladen. Da habe ich mich natürlich schon gefreut wie ein Schwammerl. Als wir dann gesagt haben, Frau Lausmann, wir nehmen Sie, da hätte ich am liebsten zur Decke hochhupfen mögen. Also das war toll. Es war so eine richtige Sternstunde, sowas erlebt man selten. Frankfurt 1988. Evi Lausmann und Nicola Lunemann, die ersten Lufthansa-Pilotinnen, werden der Öffentlichkeit präsentiert. Die Journalisten waren hauptsächlich an der zukünftigen Kleiderordnung interessiert. Rock oder Hose, war die Frage. Das ist eigentlich das, worum ich mir am wenigsten Gedanken mache. Und wie lassen sich Kinder mit dem Beruf vereinbaren? Ich weiß noch nicht, wie ich das vereinbaren kann, Kinder zu haben und trotzdem weiterzufliegen. Aber vorerst mal will ich fliegen und habe das alles in die Zukunft rausgeschoben. Also ich freue mich ganz gewaltig, wenn so viel wie möglich Frauen nachkommen, dass wir diese eigentlich
manchmal lästigen Pressesachen nicht mehr machen müssen. Es stand natürlich dann in jeder Zeitung, dass die Evi Lausmann aus dem oberbayerischen Dorf St. Georgen, dass die da eine der ersten zwei Pilotinnen werden sollte. Und es war schon so, dass einen dann jeder mal drauf angesprochen hat. Manche haben eher so reagiert, sie haben nur mal schnell flüchtig gegrüßt und sind dann weitergegangen. Die haben sich irgendwie nicht so getraut, die haben dann lieber meine Eltern ausgefragt. Aber ich muss sagen, die meisten sind total normal geblieben und das Verhältnis ist eigentlich fast noch besser geworden. Vielleicht auch deswegen, weil mir Kinder jetzt auch ein bisschen erwachsen geworden sind. Ja, Zeit für Hobbys bleiben eigentlich schon. Ist ein bisschen ein Nachteil, dass man keine regelmäßigen Freizeiten hat, also nicht immer jeden Dienstagabend zum Tischtennis spielen gehen kann, sondern die Hobbys, die muss man halt ein bisschen koordinieren. Die anderen Leute, die Bekannten, die nicht fliegen, die müssen viel Verständnis dafür haben, dass man halt so oft nicht da ist und wenn man dann mal da ist, dass man dann gerade Halligalli macht oder so, dann müssen die halt auch mitmachen. Bitte mal den Flug nach München geben. Nee. Electronic Flight Plan nach München. Stimmt. Alles klar, danke schön. Schönen Flug. Danke. Passagiere, München 22, 53, 53, Name Aircraft Change nach Genua. Mhm. War halt lange eine Männerdomäne, der Beruf. Aber ich habe eigentlich bloß gute Erfahrungen damit gemacht. Also die vielen Machos, von denen man immer wieder hört, da habe ich eigentlich kaum einen getroffen. Wenn, dann sagt man es mir natürlich nicht selber ins Gesicht, dass jemand das nicht eisig, dass da vorne so ein kleines Dirndl drin hockt und dass Frauen das sowieso nicht kennen. Sowas höre ich eigentlich nicht. Also die Männer, die ich jetzt so kennengelernt habe, vor allem die Kapitäne und auch die Kollegen, die mit mir zusammen die Schulung gemacht haben, da gab es keinerlei Schwierigkeiten. Da sind wir sofort akzeptiert worden. Take off. Earth Control. Haben uns schon wieder Reporter empfangen, die rausgekriegt haben, dass ich den ersten Flug habe.
da war ich so verwirrt und so durcheinander, da habe ich schon von der Flugplanung recht wenig mitgekriegt. Aber es war nur ein zweiter Fluglot dabei, damals in der Ausbildung, und der hat mir dann recht geholfen. Und die zweite Strecke dann von Zürich wieder nach Frankfurt bin ich selber geflogen, und es war schon toll, es war ein bisschen ein komisches Gefühl. Eben weil das erste Mal, ich glaube, 80 Leute an Bord waren, das ist dann ein bisschen ein anderes Gefühl als wie im Flugtraining, wo wir das Ding zwar auch schon selber in der Hand hatten und gelandet haben und ich wusste, wie es geht, aber es ist doch was ganz anderes, wenn da hinten 80 Leute sitzen und dir wird selber bewusst, dass du dir jetzt heile runterbringen musst. Es hat ein bisschen gerumst bei der Landung, aber das Lampenfieber war dann ziemlich schnell wieder weg auf den nächsten Flügen. Ja, die Kurzstreckenfliegerei, die ist eigentlich nicht so langweilig. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich irgendwann mal auf die Langstrecke komme und da sitzt man dann 10 Stunden auf seinem Sitz, Autopilot drin, hat nichts zum Tun, kann vielleicht einmal was essen, wenn was übrig bleibt. Das kann vielleicht langweilig werden, aber jetzt auf der Kurzstrecke, wenn man mal so manchmal bloß 20 Minuten, 30 Minuten fliegt, dann hat man eigentlich dauernd was zum Tun. Wir haben unsere Reiseflughöhe wieder verlassen und beginnen jetzt den Anflug auf Genua. Wir bitten Sie, die Sicherheitsgurte wieder zu schließen und festzuziehen. Hier waren wir ungefähr 22 Stunden über Nacht. Das ist auch eigentlich eine Ausnahme, weil wir sonst vielleicht so 12 bis 15 Stunden in einem Hotel sind. Jetzt in einer Stunde geht es wieder weiter. Fliegen wir nach Pisa und dann wieder nach Genua, Frankfurt und dann Mailand. Ich mache das jetzt seit einem Jahr. Und ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man nicht immer bloß daheim ist, wenn man was anderes sieht. Also man lernt ja jeden Tag dann neue Leute kennen, nicht jeden Tag, jede Woche neue Leute. Man erlebt wieder irgendwas anderes, ist immer in anderen Städten. Und ich glaube, das wird dann nach 20 Jahren noch nicht langweilig. Das ist meine schwerste Übung vom ganzen Tag, dass man das Schleifer so hinkriegt. Dass man keine Falten mehr sieht. So. Jeder Beruf hat so seine Vor- und Nachteile, aber im Großen und Ganzen, ich weiß eigentlich keinen anderen Beruf oder keinen anderen Job, den ich lieber machen darf, als zu fliegen. Es ist manchmal vielleicht der Nachteil, da sitzt man mal so 8 oder 10 Stunden im Flugzeug, also natürlich immer
starten, landen, dann hat man kurze Zeit am Boden, 30 Minuten vielleicht. Dann muss man den alten Flug beenden, Papierkram machen, den neuen wieder herrichten, sodass man da kaum Zeit hat, irgendwas zu machen. Und so geht es dann manchmal 8 oder 10 Stunden. Und es ist manchmal so, dann kriegst du einfach nichts zum Essen während der Zeit. Und jetzt bin ich schon ein bisschen gescheiter geworden und habe immer meine Salami und mein Brot dabei. Also dass, wenn es wirklich nichts gibt, wenn nichts übrig bleibt, dass ich dann nicht verhungern muss da vorne. Tschüss, schönen Aufenthalt. Ciao, danke. We would now like to give you some information concerning safety aboard our aircraft. Unser Flugzeug hat 6 Notausgänge. Sie sind mit dem Wort Ausgang oder Exit gekennzeichnet. Illuminated escape path markings on the floor lead to these emergency exits. These safety instructions tell you where the exits are located. Traumhafte daran ist, du hast in einem Flugzeug jedes Mal einen reservierten Platz vorne rechts mit Panoramasicht. Also kannst du überall rausschauen. Wenn man als Passagier hinten sitzt, da hat man so ein kleines Fensterl und kann immer auf die rechte Seite zum Beispiel bloß runterschauen. Und nach vorne, da siehst du alles, da hast du dein Panorama vor dir. Du sitzt da vorne drin, du weißt, du bist der Herr über die Maschine, über die 1000 Knöpfe und Schalter. Und das ist irgendwie ein gutes Gefühl. Und du weißt, dass du derjenige bist, der die Maschine mitsamt den Leuten wieder heil runterkriegt. Gurte los, Schuhe aus! Alle Fliegen lassen wir hierher! Aus! Los! Aus! Bleib unten! Hilf die Leute! Was haben wir da? Raus mit dem Alkohol! Ja gut, man hört viel von Abstürzen, von Flugzeugabstürzen. Aber wenn man sich da jeden so zu Herzen nehmen würde, dann müsste man ja narrisch werden, müsste man Angst kriegen vom Fliegen. Das darf halt nicht sein. Es kann natürlich passieren, dass ein Mensch schuld ist, wenn ein Flugzeug runterfällt. Aber ja, wir haben halt die Schulung, eigentlich eine saugute Schulung. Und das dürfte halt eigentlich nicht passieren. Hier brennt's immer noch. Hier brennt's immer noch. Oh, wie not? Scheiße. Sind wir jetzt mal gelandet? Wo ist die Cockpit? Eine Ansage. So, meine Damen und Herren, wir möchten Sie nun bitten, das Rauchen einzustellen, sowieso. Und wir werden Ihnen noch erklären, wie zur Landung eine Position einzunehmen ist, um Ihre Sicherheit noch zu erhöhen. Kopf runter! Kopf runter! Feuerlöscher, löscht schon. Die sind doch leer. Folgendes. Erstens einmal, Sie haben das Feuer nach vorne gemeldet, nicht? Okay. Sie bleiben direkt am Feuer und machen schon die ersten Maßnahmen. Nehmen wir an, jetzt hier zum Beispiel, Sie haben Feuer gesehen, da waren Flammen sichtbar. Sie haben gerade Ihren Wagen dort stehen gehabt. Sie nehmen den Orangensaft und kippen den drüber. Und dann sagen Sie, komm mal schnell her. Dann kommt der hin und guckt sich das an. So ist gedacht eigentlich. Also ich glaube, wenn ich Angst hätte im Flugzeug, dann war ich ziemlich falsch am Platz. Also Angst kenne ich eigentlich nicht. Das ist manchmal so, wenn es ein bisschen ein stürmisches Wetter ist und
Die Maschine haut es gerade so umeinander und muss dann von Hand da einen Anflug machen. Dann denke ich mir, also keinesfalls, Mensch, du hast jetzt Angst, hoffentlich klappt das, sondern dann denke ich, du bist der Herr über die Maschine und du prügelst das Ding runter und du setzt es genau dahin, wo es du willst, weil du der Chef bist und nicht der Flieger. Es macht nicht der Wind und das Flugzeug mit dir, was du willst, sondern du machst mit dem Flieger, was du willst. Ja, Final Altitude 1660, der Rest war bekannt. Ja. So. Flieg von Hand weiter. Final Checklist. Speed Brake. Arm Turn Light. Gear. Down Tree Green. Down Tree Green. Flaps. Absolut Grade 1. Ich kann es nicht besser. Ich kann es eher schlechter. Also das, die Efi, die fliegt, ist unglaublich. Super. Alles. Die Landung ist ja nur subjektiv. Für den Passagier ist eine Landung das Kriterium, um jemanden einzuschätzen. Piloten werden nach Landung beurteilt. Die sagen nur, wenn sie aussteigen, das war eine gute Landung oder das war eine schlechte Landung. Man sagt immer, ein guter Anflug führt zu einer guten Landung. Und das war genau das, was wir eben gesehen haben. Eine lustige Szene ist mir mal passiert. Da war ich noch in der Ausbildung. Ich bin schon vorne auf dem Pilotensitz gesessen. Es war immer noch ein zweiter Co-Pilot dabei, also ein richtiger, fertiger. Und der hat halt aufgepasst und hat mich da quasi eingewiesen in diese Situation. Und der Kapitän, der da mitgeflogen ist, es war so ein ganz gemütlicher, ein ziemlich großer, mit so einem ganz kleinen Bauchansatz, eigentlich ein schlanker Mensch. Er saß immer so in seinem Eckerl und hat Pfeife geraucht. Und irgendwann musste ich da mal einen Kommentar loswerden. Dann wollte ich eigentlich zu ihm sagen, also deine Pfeife wird dann noch besser stehen, wenn du einen dickeren Bauch hättest. Aber dieses kleine Wörtchen noch habe ich in den falschen Satzteil gepackt, sodass ich zu ihm gesagt habe, deine Pfeife wird dann besser stehen, wenn du einen noch dickeren Bauch hättest. Da bin ich natürlich erst einmal rot geworden. Er ist ganz cool sitzen geblieben mit seiner Pfeife und hat so 10 Sekunden überlegt und hat gesagt, wenn Gott gewollt hätte, dass die Frauen fliegen, dann hätte er den Himmel rosarot gemacht.